Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um Catwoman, Diebin von Gotham gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes wie immer vorweg, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag, dass ich dieses Buch bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, Catwoman ist der zweite Teil der DC Icons Reihe. Das heißt, dass verschiedene Autoren sich in Kooperation mit Warner Brothers und DC zusammengetan haben, um halt Geschichten der DC-Helden neu zu erzählen quasi und neu zu interpretieren. Und jeder Superheld quasi aus dem DC Universe wird von einem anderen Autor quasi neu inszeniert, und bei Catwoman war es Sarah J. Maas. Und ich muss sagen, dass ich mich auf dieses Buch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig doll gefreut habe, denn zum einen, ich liebe Sarah J. Maas. Ich liebe das Reich der Sieben Höfe, wie ihr wisst. Diese Reihe ist absolut eine meiner allerliebsten Lieblingsreihen, und ja, deswegen war ich schon sehr auf die Geschichte von Catwoman gespannt, und ich war gespannt, was Sarah J. Maas daraus gemacht hat. Da ich ja mehr so das Marvel-Mädchen eigentlich bin und nicht so sehr das DC-Mädchen, kenne ich mich, was die Comics betrifft, bei DC auch so nicht wirklich aus. Und kenne Catwoman im Prinzip eigentlich auch nur aus Batman und von verschiedenen Batman-Filmen. Und dann gab es ja auch so ein, zwei Catwoman-Filme, die habe ich auch gesehen. Und das ist eigentlich so alles, was ich so zum Thema Catwoman weiß. Und deswegen war ich sehr gespannt auf die Interpretation von Sarah J. Maas. Und ja, was soll ich sagen? Die Interpretation von Sarah J. Maas, was Catwoman betraf, hat mir jetzt nicht so hundertprozentig gut gefallen. Dieses Buch war für mich eine Geschichte, wo ich sage, ja, es ist eine ganz nette Geschichte, haut mich aber persönlich leider nicht vom Hocker. Es waren leider mehrere Dinge, wo ich für mich festgestellt habe, dass das nicht meine Geschichte ist. Zum einen fand ich bis auf den Anfang und das Ende die Geschichte einfach total langweilig. Ich habe so gedacht, so hier passiert nicht wirklich viel, nur so bla bla und lulli und ich habe nicht wirklich Informationen zur Geschichte bekommen. Es sind nicht wirklich viele Dinge passiert, die wichtig für diese Geschichte gewesen wären, und ja, das war für mich in der Mitte halt alles, wie gesagt, mal abgesehen vom Anfang und vom Ende, war das für mich alles so Lückenfüller und ja, so nichtssagend. Hauptsache, ich muss die Seiten voll kriegen. Und das hat mich schon genervt beim Lesen, weil es war halt dadurch für mich echt langweilig, streckenweise. Und ich habe echt streckenweise gedacht, so, ich lege das Buch jetzt weg und fasse es nie wieder an. Also es war jetzt keine Geschichte, die mich in irgendeiner Art und Weise packen konnte, so. Wie bereits gesagt, hat mir der Anfang gut gefallen. Die Geschichte beginnt mit einer Rückblende und macht dann einen Zeitsprung in 2 Jahre später. Und dieser Teil, der alles vor 2 Jahre später kam, das hat mir gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass die letzten so 60 Seiten mir wieder sehr gut gefallen haben. Weil da ging dann endlich mal die Action ab. Da hat man dann auch Dinge erfahren. Da wurde dann auch alles aufgeklärt. Aber halt diese ganzen 300 Seiten vorher einfach nicht. Und man hat halt die ganze Zeit gedacht so, was ist hier los? Was passiert denn da? Warum macht die das? Und man hat hier nicht mal so zwischendrin so ein paar Bröckchen wenigstens zugeworfen bekommen, dass man so sich irgendwie was zusammenreimen konnte, sondern man wurde komplett im Dunkeln gelassen. Und man hat dafür aber nicht so den Ersatz bekommen, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich jetzt mit dieser Frage nicht, sondern man liest die Geschichte weiter, denn es passieren noch so viele andere spannende Dinge. Das war halt für mich hier nicht gegeben, und das fand ich ein bisschen schade. Also wie gesagt, für mich war diese Geschichte relativ langweilig, was den größten Teil betrifft, außer den Anfang und das Ende. Der ganze mittlere Teil war einfach nicht meins. Und ich muss auch sagen, dass ich vom Schreibstil her hier auch ein bisschen was anderes erwartet habe. Ich weiß, dass Sarah J. Maas jetzt nicht so mega krass actiongeladen immer schreibt. Sie schreibt auch viele ruhige Momente. Das hat man ja auch beim Reich der Sieben Höfe gehabt, dass es da viele Szenen gab, die auch mal ruhiger waren, die jetzt vielleicht nicht zwingend wichtig für die Geschichte gewesen sind. Das ist auch völlig okay, aber irgendwie bestand dieses Buch hier nur aus ruhigen Momenten. So zumindest für mich, was meine Empfindung betraf. Ich kann ja hier immer nur für mich sprechen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele da draußen dieses Buch auch feiern und dieses Buch lieben. Und das ist auch wirklich toll. Ich freue mich auch für die Leute, denen dieses Buch so viel gegeben hat, aber mir leider nicht. Das muss ich an dieser Stelle leider sagen. Also es war einfach nicht meine Geschichte, und die Interpretation von Catwoman von Sarah J. Maas war einfach nicht meins. Mir hat auch so ein bisschen der Superheldenanteil gefehlt, muss ich sagen. Ich kenne Catwoman so im Ansatz, dass der Protagonistin irgendwas passiert und sie daraufhin eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht und sich halt auch so vom Wesen her verändert, nennen wir es mal so. So kenne ich die Interpretation von Catwoman, und das war hier so gar nicht gegeben. Unsere Catwoman hier, Selina Kyle, ist von vornherein ein sehr selbstbewusstes Mädchen. Sie ist sehr, sehr stark, sie ist eine Kämpferin, und mir hat halt einfach so diese Verwandlung, die für Catwoman für mich eigentlich auch typisch ist, einfach gefehlt. Das fand ich so ein bisschen schade.
Natürlich ist es cool, wenn eine Protagonistin von Anfang an schon relativ stark ist und relativ kick-ass ist und sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt, aber für mich ist halt gerade so diese Verwandlung, die ich so wie gesagt aus den Catwoman-Filmen ja jetzt nur kenne, ich kann jetzt wie gesagt immer nur für die Filme sprechen, ich habe keine Ahnung von den Comics, diese Verwandlung hat mir hier einfach persönlich gefehlt, das fand ich ein bisschen schade. Man muss auch sagen, dass die Protagonistin hier ja sehr, sehr jung ist. Sie ist ja erst zu Beginn der Geschichte 17, dann machen wir den Sprung 2 Jahre später, da ist sie 19, also auch immer noch recht jung. Und ja, das fand ich so ein bisschen schade. Das hat für mich alles nicht so 100% zusammengepasst, leider. Ich erkläre euch jetzt aber erstmal, worum es in diesem Buch genau eigentlich geht und was hier genau eigentlich los ist, damit ihr auch wisst, wovon ich eigentlich spreche. Was den Inhalt von Catwoman betrifft, kann ich so viel eigentlich zu diesem Buch gar nicht sagen, weil ich glaube, ich sonst so viel von der Geschichte vorwegnehmen würde. Ich kann nur sagen, dass wir hier zu Beginn der Geschichte einer Selina begegnen, die 17 Jahre alt ist und sich mit illegalen Wettkämpfen, Straßenkämpfen und Raubzügen quasi versucht, über Wasser zu halten. Sie lebt im übelsten Teil von Gotham City, im East End, und hat eine kleine Schwester. Und diese kleine Schwester ist sehr, sehr krank. Sie hat Mukoviszidose, eine sehr, sehr starke Lungenkrankheit. Und ja, Selina versucht alles, um es ihrer Schwester so angenehm wie möglich zu machen, versucht, so viel Geld wie möglich ranzuschaffen, ihre Behandlung zu bezahlen und ja, versucht halt alles, dass es ihrer Schwester an nichts fehlt und gut geht. Und die Mutter der beiden ist eine drogenabhängige Alte, die sich nie blicken lässt, die sich nicht um ihre Kinder kümmert. Und ja, was den Vater betrifft der beiden, der ist keine Ahnung wer. Das wissen die beiden nicht. Also ja, sind die beiden halt auf sich allein gestellt. Und wie gesagt, Selina tut halt alles, um es ihrer Schwester so angenehm wie möglich zu machen. Und ja, eines Tages steht dann das Jugendamt vor der Tür und möchte die beiden mitnehmen. Und Selina gibt nicht kampflos auf, weswegen sie dann schlussendlich auf dem Polizeirevier landet. Und sie soll dann in den Jugendknast, weil halt schon einige andere Straftaten gegen sie vorliegen, und bekommt dann ein Angebot von unerwarteter Seite. Sie soll sich einer Geheimorganisation anschließen und für diese arbeiten. Im Gegenzug erspart man ihr das Gefängnis, aber sie wird halt ihre Schwester nie wiedersehen. Und ja, das ist halt die Frage, die sich Selina dann hier stellen muss. Was tut sie? Entscheidet sie sich für das Gefängnis und sitzt ihre Jahre im Knast ab, oder wird sie sich dieser Geheimorganisation anschließen, die auch was auch immer von ihr will? Und ja, das ist dann im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und wie Selina sich entscheidet und was aufgrund dieser Entscheidungen alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in Catwoman, Diebin von Gotham geht. Und mehr möchte ich zum Buch, glaube ich, auch eigentlich gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass man hier in diesem Buch auch noch viele, viele andere Gesichter aus dem DC Universe quasi begegnet. Es sind einige Schurken dabei, die man auf jeden Fall kennt. Es sind einige überraschende Personen dabei, die man nicht unbedingt kennt und auch nicht so erwartet. Ich habe dann auch Sina mal zwischendurch gefragt, die ja ein DC-Mädchen ist. Ist es der und der? Ist das der, wie ich jetzt vermute, dass das der ist? Und sie so, ja, das ist der, du ordnest das gerade richtig zu, weil nur rein vom Namen, ohne so Gesichter dazu zu sehen, ist das für mich schon so ein bisschen schwierig, wie gesagt, wenn man jetzt nicht so in der Materie steht. Und das war halt auch so ein bisschen so ein Punkt, den ich ein bisschen schade finde. Ich fand, wenn man jetzt hier nicht schon ein gewisses Vorwissen zu DC hat, sind viele Sachen in diesem Buch ein bisschen unklar. Viele Zusammenhänge sind nicht hundertprozentig schlüssig, und das finde ich ein bisschen schade, denn eigentlich bin ich der Meinung, dass ich bei so einer Reihe, wenn ich Comics neu interpretiere, ich die auch so schreiben sollte, dass Leute, die das vielleicht vorher auch noch nie gelesen, noch nie gehört haben, verstehen können. Und ich fand, das war hier stellenweise ein bisschen schwierig und ein bisschen undurchsichtig. Und das war halt auch noch so ein Punkt, weswegen ich sage, dass dieses Buch für mich nicht 100% perfekt gewesen ist. Ja. Also was den Inhalt betrifft, ist es nicht meins gewesen, das hatte ich jetzt im Vorfeld schon gesagt. Was den Verlauf der Geschichte betraf, haben wir hier einen sehr, sehr langen Mittelteil, der sehr, sehr ruhig ist, wo nicht wirklich viel passiert. Es passieren natürlich auch Dinge, die wichtig sind für die Geschichte, wie sich dann am Ende alles so herausstellt. Und am Ende fügt sich auch alles zu einem tollen Bild zusammen und es ergibt dann auch alles Sinn, aber ich fand halt einfach diesen Mittelteil einfach zu langweilig, da ist für mich zu wenig passiert. Action-Szenen sind jetzt für mich zu wenig beschrieben worden, zu unspektakulär einfach auch beschrieben worden. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte, das muss ich einfach so dazu sagen. Was die Charaktere betrifft, haben wir natürlich hier unsere Protagonistin Selina Kyle. Und wie ich ja vorhin schon sagte, kenne ich Selina aus den Filmen halt eher so, dass sie ein eher introvertierter Mensch ist, ein sehr schüchterner Mensch ist, und dass ihr dann aufgrund von Verkettung von Ereignissen etwas passiert, woraufhin sie eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht, woraufhin sie
Dinge kann, die sie vorher nicht konnte. Und das ist halt in diesem Buch nicht gewesen. Selina war hier von Anfang an so eine kleine Kämpferin. Sie war eine sehr, sehr starke Person, was ich, wie gesagt, jetzt prinzipiell nicht schlecht finde. Aber ich habe halt einfach was anderes erwartet. Ansonsten fand ich Selina als Protagonistin in diesem Buch schon ganz cool. Also sie ist jetzt kein Charakter, wo ich sage, ja, die war total doof. Also das überhaupt nicht. Aber sie war für mich halt das ganze Buch wirklich bis zu den letzten Seiten recht undurchsichtig. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich konnte mich halt so dadurch nicht in sie hineinversetzen. Ich konnte das alles nicht so nachvollziehen und verstehen, warum sie das tut. Und das war für mich halt so ein Ding, wo ich immer so dachte, warum machst du das? Das macht keinen Sinn. Und dass es dann halt wirklich erst auf den letzten 60 Seiten alles aufgeklärt wurde, fand ich ein bisschen schade, weil ich halt, wie gesagt, zwischendrin wirklich so die Lust am Buch teilweise auch verloren habe. Und ja, ich bin froh, dass ich durchgehalten habe bis zum Ende. Ich bin froh, dass ich das Ende auch gelesen habe. Aber für mich war es halt wirklich in der Mitte. Der ganze mittlere Teil war für mich einfach total langweilig. So, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Jetzt habe ich mich genug darüber ausgelassen. Was die Nebencharaktere betrifft, wie die Schwester von Selina oder Luke Fox oder die anderen Schurken aus dem DC-Universe, ich möchte jetzt ja nicht verraten, wer, das sollt ihr selber herausfinden, fand ich die auch ganz cool gemacht. Gerade so die zwei anderen Schurkinnen, die es hier in diesem Buch noch gab, die fand ich richtig gut, die haben mir sehr gut gefallen. Die Charaktere haben sie sehr gut wiedergespiegelt. Den zwei Schurkinnen, wie gesagt, die hier noch mit drin vorgekommen sind aus dem DC-Universe, das habe ich auch verstanden. Das waren auch für mich so Charaktere, wo ich sage, ja, die ticken wirklich so. Da habe ich auch die Hintergründe verstanden und das alles. Und das war für mich schlüssig. Also was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Die haben super in die Geschichte gepasst. Auch was Luke Fox betrifft, den fand ich auch gut. Und ich konnte auch seine Hintergründe und seine Beweggründe gut verstehen. Also ja. Hat mir auch gut gefallen. Also was die Nebencharaktere und auch Selina betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Die haben sich super in die Geschichte gefügt, die haben super zur Geschichte gepasst, aber es war halt einfach nicht 100% meins. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier natürlich in Gotham und jeder, der DC irgendwie kennt, schon mal eine Serie gesehen hat oder einen Film gesehen hat, der weiß, dass Gotham eine riesige Stadt ist, voller Verbrechen, dass es eine Stadt ist mit einer hohen Verbrecherquote, eine Stadt der Reichen einerseits auch wieder und dass hier Arm und Reich wirklich sehr stark aufeinander prallt und dadurch es natürlich auch viele Konflikte gibt und viele Konfliktsituationen herbeigerufen werden können. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich mich, was das betrifft, nicht beschweren. Ich finde, Gotham ist für mich immer so eine Stadt so Richtung New York, so auch von der Größe her und von den Distrikten her und dieser Einteilung und allem. Denke ich dann immer an New York, wenn ich Gotham sehe, mit diesen Häuserschluchten, wie das halt immer alles so beschrieben wird. Also für mich war das Setting gut. Ich kann mich da nicht beschweren. Es ist halt eine große Stadt mit verschiedenen Bezirken und Stadtteilen. Und jeder Stadtteil hatte so seine Eigenheiten. Und ich finde, Sarah J. Maas hat das gut beschrieben und gut rübergebracht. Und was das Setting und die Umschreibungen und das Ganze betrifft, hatte ich auch keinerlei Probleme in der Geschichte. Also das hat mir im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen. Da kann ich mich nicht beschweren. Das hat sie sehr, sehr gut rübergebracht. Was den Schreibstil betrifft, kann ich nur sagen, dass wir hier einen lockeren, leichten, einfachen Schreibstil haben. Passend für ein Jugendbuch. Und ich muss allerdings sagen, dass mir so das typische Sarah J. Maas-Feeling beim Lesen ausblieb. Bei Das Reich der Sieben Höfe und auch beim ersten und zweiten Teil von Throne of Glass konnte ich mich komplett in die Geschichten fallen lassen. Ich war komplett versunken in die Welten und ich war komplett drin in der Geschichte und da hätte sie noch so viel beschreiben können, also es hätte mich einfach nicht gestört. Aber hier fand ich es einfach, wie gesagt, zu wenig passiert und dieser Schreibstil war einfach zu ruhig. Es war einfach... ich kann jetzt nicht sagen, dass sie zu viel beschrieben hat oder zu viel umschrieben hat oder irgendwas. Das war es gar nicht. Aber mir hat hier einfach die Action gefehlt und die Spannung. Und ich finde, man hätte hier einen krasseren Spannungsbogen auf jeden Fall aufbauen können. Ich finde, Sarah J. Maas hat uns hier auch überhaupt nicht geködert, um herausfinden zu wollen, was hinter dem Ganzen steckt. Man hat die Fakten präsentiert bekommen und dann hat man sich gedacht, aha, okay, verstehe ich jetzt nicht, kann ich nicht 100% nachvollziehen. Ist jetzt aber halt so und halt wirklich erst ganz am Ende hat sie halt gezeigt, dass doch noch ganz viel mehr da dahinter steckt, wie man eigentlich vermuten lässt. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie uns zwischendrin schon immer mal so einen kleinen Köder hingeschmissen hätte und uns gezeigt hätte, so hey ho, Leser, pass auf, da kommt noch was. Das ist nicht so, wie du jetzt vielleicht gerade denkst. Das hätte einfach, wie gesagt, ein bisschen mehr Spannung in die Geschichte gebracht und hätte mich vielleicht auch motivierender an die ganze Sache weiter rangehen lassen, denn ich war, wie gesagt, zwischendrin hier echt einfach nur genervt und habe gedacht, boah, ist das langweilig. Warum passiert hier denn nichts? Ich verstehe dieses Mädchen nicht. Warum macht die das? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe keine Ahnung, was sie da tut. Warum? Es ist so dumm. Und
ich habe echt an der Protagonistin ja streckenweise gezweifelt, weil ich dachte so, ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, am Ende, wo alles aufgelöst wurde, hat das alles Sinn ergeben. Dann konnte man das auch alles verstehen und nachvollziehen. Und es war auch ein schöner Gedanke dabei. Aber ich finde, man hätte uns hier mehr ködern können und man hätte uns hier mehr anfüttern können, dass es halt für uns auch ein bisschen spannender wird einfach. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Und ich weiß aber halt, dass Sarah J. Maas sowas kann. Und ich weiß nicht, warum das hier nicht passiert ist. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Mein Fazit zu Catwoman, Liebe von Gotham, ist, dass es einfach nicht meine Geschichte gewesen ist, nicht meine Interpretation von Catwoman, weil ich, wie gesagt, einfach etwas total anderes erwartet habe. Ich habe eine ganz andere Protagonistin erwartet, ich habe eine ganz andere Geschichte erwartet. Ich habe erwartet, dass dieses Buch ein bisschen mehr erklärend ist, denn ich finde, dass streckenweise Dinge hier in diesem Buch sind, wenn man nicht unbedingt im DC-Universe drin ist, dass man das dann einfach nicht verstehen kann. Also ich denke, dieses Buch hier ist definitiv für Fans von Catwoman gemacht, die halt wirklich in der Materie stehen, die diese Geschichte kennen, die DC kennen, die die Comics kennen. Aber für mich jetzt als DC eher fremder Mensch, sage ich jetzt einfach mal, war das Ganze für mich schon so ein bisschen schwierig zwischendrin. Ich habe angefangen, dieses Buch mit Sina zu lesen und Sina hat dann diese eine Sache total gefallen und gesagt, oh, wie cool ist das denn? Das ist so toll. Und ich so, was? Was meinst du? Ich verstehe es nicht. Na, das und das. Ich so, hä, was ist daran jetzt denn so toll? Und sie so, naja, das ist doch das und das und das kommt da und daher und dies und das und jenes. Und ich so, kenne ich nicht, verstehe ich nicht, kann ich jetzt gerade absolut nicht nachvollziehen, warum du dich jetzt so freust. Also wisst ihr, was ich meine? Das war halt so eine Situation für mich, wo ich dachte, wenn du in dieser Welt drinne bist, kannst du Sachen ganz anders für dich auch mit rausnehmen und interpretieren. Aber wenn du halt keine Ahnung hast von DC, dann ja, ist das halt einfach nicht dein Buch. Und wenn man aber halt keine Ahnung hat von DC, dann ist das halt einfach alles ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Ich muss sagen, ich habe ja Wonder Woman gelesen von Leigh Bardugo. Da ging es mir überhaupt nicht so. Ich fand die Interpretation von Wonder Woman von Leigh Bardugo richtig, richtig gut. Ich fand die auch gut gemacht. Ich fand die auch für Leute, die nichts mit Wonder Woman bisher zu tun gehabt hatten und nichts mit DC zu tun gehabt hatten, fand ich dieses Buch wirklich gut. Man hat einen guten Einblick auf die Geschichte bekommen. Auch hier war die Geschichte zum Ende hin ganz, ganz anders, wie ich sie vorher kannte. Aber es war für mich von Anfang an schlüssig und nachvollziehbar und es war spannend und es war toll und das hat mir hier einfach alles gefehlt. Mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht mehr sagen. Es war halt einfach nicht mein Buch und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich liebe Sarah J. Maas, ich liebe das Reich der Sieben Höfe, wie ihr wisst, aber das hier war einfach nicht meine Geschichte. Deswegen ich nur sagen kann, es ist ein nettes Jugendbuch, aber hat mich jetzt leider nicht 100% überzeugen können. Das war meine Buchvorstellung von Catwoman, Diebin von Gotham. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und ja, es ist halt so, es kann einem nicht immer alles gefallen. Es gibt halt auch Bücher, die mir nicht so gut gefallen. Ich muss halt auch sagen, wirklich, dass ich, was dieses Buch betrifft, echt im Zwiespalt gewesen bin. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich das Buch auf Goodreads bewerten soll, denn ich fand den Anfang gut, ich fand das Ende richtig gut, aber einfach diese 260 Seiten im Mittelteil fand ich einfach total langweilig. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie ich dieses Buch bewerten soll. Ich weiß es nicht. Es ist kein Buch, was wirklich schlecht ist oder so. Es war halt einfach ein Buch, was ich halt relativ langweilig einfach fand mittendrin. Warum hat nicht einfach alles so sein können wie der Anfang und das Ende? Dann wäre es eine Bombengeschichte gewesen, wenn hier einfach mehr Spannung gewesen wäre in dieser Geschichte. Tata. Aber man kann es leider nicht ändern und ich höre es hier auf, bevor ich wieder hier dumm rumschwafel. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.